Balui? Ja, ich bin Balui. Ich habe Petrit auf frischer Tat dabei ertappt, wie er Schilder mit der Beschriftung Stürzkönig Revinzeit aufgestellt hat, mir mehrfach gedroht hat, meiner rechten Hand Gamers Time Lügen angeprangert hat und mehrfach dem Volke, meinem Palast und der Krone gedroht hat. Mhm, das klingt fast nach Hochverrat, ne? Festgesetzt und werden ihn nun anzeigen. Petrit, dir blüht ein ordentlicher Prozess. Mach dir keine Sorgen. Fairness ist das, was in unserem Staat wichtig ist, Petrit. Doch ja, sei bewusst, sei dir bewusst, Petrit. Ich hab das Recht zu schreiben. Wer hat das denn, wer hat das mitbekommen? Kevin hat es mitbekommen. Kevin, ist er ein seriöser, also ist er seriös, was seine Aussagen angeht? Definitiv, ich würde meine Hand für ins Feuer legen. Was habe ich denn genau mitbekommen? Wie Petrit uns gedroht hat, der Krone meinem Haus und ihnen Lügen angeprangert hat. Ja, das muss man sagen, aber man muss dazu auch sagen, dass Petrit unter dem Einfluss von Angst steht. Denn wir wissen ja alle, was Revi für ein Herrscher vorher war und in der alten Welt, was für ein Bürgermeister er gewesen ist. Aber das bin ich doch nicht mehr. Ja, aber trotzdem, wir mussten mit ihren Fehlern leben und ihnen auch ihre Fehler verzeihen. Und genauso müssen wir auch Petrit seine Fehler verzeihen. Und vielleicht braucht er einfach nur noch eine kleine, ich sag jetzt mal, Gewöhnungsphase. Aber Petrit gehört doch auch zur Stadtwache. Also das ist das Problem, genau. Ich habe Petrit Macht eingeräumt, der hätte direkt missbraucht. Und deswegen bin ich dafür, dass es kein Tod durch Amboss erstmal gibt, sondern dass wir vielleicht ihn degradieren und nicht aus seinem Posten rausnehmen. Ja, aber Straffreiheit. Kommen Sie her. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich finde, das ist schon eine sehr große Strafe, wenn man einen Teil seiner Macht verliert. Ja, aber er hatte ja bisher auch nicht mal Zeit, seine Macht auszunutzen. Ohne weiteres seines Amtes entheben. Dafür brauche ich keinen Berichtsgeschluss. Berichtsgeschluss heißt das schon mal gar nicht. Denn schließlich obliegt es mir, wenn ich zum Minister bestelle. Er ist halt nicht nur Richter, er ist auch Duden. Das ist richtig, aber du hast den Gerichtsbeschluss, der ist ja auch, wie wir Petrit bestrafen. Und wenn wir entscheiden, oder wenn der Richter entscheidet, dass wir Petrit bestrafen, indem du seine Ämter verliert. Wo ist denn unser hohes Gerichtsgebäude? Ist das wenn in der Mitte? Wenn ich zustimme? Ja, das ist dann bist du ein Diktator. Naja, ich würde sagen, dass der Richter... Hat das hohe Gericht einen neuen Sitz in der Mitte der Insel gekriegt? Nein, noch nicht. Wo wir befinden uns nach wie vor... In der Kirche. Wir befinden uns nach wie vor in der alten Kirche. Das ist... unwürdig, meiner Meinung nach. Aber ist okay, ich komme dazu. Lim und Sinus arbeiten bereits an dem neuen Gerichtsgebäude in dem Rathaus. Nun, ich bin alleine in der Kirche. Wo seid ihr alle? Ihr diskutiert, ohne dass eine offizielle... Hier, Balui, drehen Sie sich rum. Schönen guten Tag. Ja, bringt den Verräter in die Kirche, bringt den Verräter in die Kirche. Darf ich mal Beweismittel A sehen? Los, ab in die Kirche. Ab in die Kirche mit dir, Verräter, komm. Wo sind denn die Schilder da, die aufgehangen wurden? Da vorne hängt ein Schild, da steht drauf... Meint ihr nicht, dass das ein bisschen zu krass ist? König Revi. Eins habe ich extra hängen lassen zur Gewalt, zur Sicherung. Und das hat König Revi auch nicht selber geschrieben? Nein, habe ich nicht. Sicher? Es gibt keine Beweise, dass ich das geschrieben habe. Das kann ich leider auch nicht bezeugen. Ja. So, kommt mal her. Wir haben keinen... Okay, da ist der wieder drin. Hin, es tut mir leid, aber das kann ich nicht dulden. Was? Das geht nicht so. Als religiöser Mann können wir hier keinen Verbrecher in einer Kirche verurteilen. Das geht nicht. Ja, das neue Gerichtsgebäude ist doch einfach noch nicht fertig. Tut mir leid, Basti. Ja, aber wir haben ja da hinten das Gericht, aber das doch nicht in einer Kirche. Danke. Was ist das denn? Nun, König Revi hat entschieden, dass dies hier das Gerichtsgebäude sein soll. Das ist mir egal, das kann ich nicht dulden so. Dann gehen wir ins alte Gerichtsgebäude. Los, zurück mit dem Verräter. Ach man, ich hatte niemand kann sich über die Macht Gottes stellen. Selbst ein König kann das nicht. Nein, das stimmt. Nein, für Gott und Vaterland. Wir können das auch in der Fischerhütte machen. Los! Petrit. Die Fischerhütte. Ja. Ich komme jetzt mal aus meinem Loch raus. Ich komme auch los, Verräter. So. Ja, los. Also, generell muss ich schauen, sind die Grundregeln eingehalten? Es sind mindestens 5 Anwesende der Stadt da. Das ist wichtig, sonst darf kein Gerichtsprozess stattfinden. Mindestens 5 Anwesende. Tut mir leid, mein Herr. Diese Leute wissen nicht, was sie tun. Sie sind also, unwissend. Erstmal ist hier noch gar niemand schuldig, solange wir keine Beweise haben. Oh. Basti, wir machen die Tür, ist klar. Ja. Bitte lieber 22. Oh, schönen guten Tag. Petrit? Petrit, ja? Wo ist Ihr Verteidiger? 23,06. Kevin? Nein. Ja, Kevin ist Zeuge. Ist mein Richter. Meine ja, das geht nicht. Da Kevin selber Zeuge ist, kann ich ihn leider nicht als Ihr Verteidiger einberufen. Wen hätten Sie noch?
niemanden. Klim? Ja, wir haben noch Klim und Basti. Ja, von mir aus. Ja, Klim ist ihr Verteidiger. Das ist, sehr gut. Ist okay. Hallo. Sie aber haben jetzt schon verloren, aber es tut mir wirklich leid für Sie. Ja. Sehr gut, die Anklageschrift von König Revi, bitte. Hiermit bezichtige ich Petrit, den Verräter, des Hochverrats am Königs der Stadt und der Bedrohung meiner selbst und auch meines Schlosses. Petrit hat mehrfach gegen mich die Stimme erhoben, hat mir gedroht, mein Haus in die Luft zu sprengen und hat im schlimmsten Falle Schilder aufgehangen, auf denen steht Stürz König Revi, ohne dass es einen triftigen Grund dafür gibt. Boy. Mein Herr, ich möchte nur noch mal wiederholen, dass ich bis jetzt jedes Wahlversprechen eingehalten habe und tatkräftig an der Weiterentwicklung dieser Stadt arbeite. Im Gegensatz tut dieser Mensch nichts dafür, sondern fällt uns nur ständig in den Rücken. Ich habe ihm den Generalposten gegeben, damit Petrit gemeinsam hier Wunder erwirken kann. Das Einzige, was er macht, ist, seine Macht zu missbrauchen und rumzustreunern. Ich möchte nicht Ihre persönliche Meinung haben, sondern nur den Tatbestand. Vielen Dank, König Revinzweig. Nein, einen Moment. Ruhe im Gerichtssaal. Ich sagte Ruhe im Gerichtssaal. Er ist Balui. So. Hat der Angeklagte dazu eine Stellungnahme abzugeben? Also. Die erste Sache ist. Oh, Gescheithaufen! Oh Gott. Also. Herr Gamers Time, bitte gehen Sie auf Ihre Position. Oh, tut mir leid. Also, darf ich was sagen? Was? Ja, bitte, Sie haben das Wort. Komm aus der Höhle raus. Als erstes gibt es gar keine Beweise, dass ich die Schilder aufgehangen habe. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe es in meinem eigenen Auge gesehen. Wem glaubt ihr nicht, wenn nicht dem König? Das kann ja jeder von sich behaupten. Warum, Herr Balui? Auch der König untersteht dem Gesetz. Einspruch, Herr Balui, Einspruch. Nein, noch nicht. Wir hören erstmal die Verteidigung. Erstens das kann jeder von sich behaupten. Wer weiß, was für Pläne sie haben. Zweitens, mit der Drohung, das stimmt erstmal gar nicht. Ich habe einfach nur gesagt, sie haben ein schönes Haus. Und ich habe sehr viel TNT, es wäre schade, wenn ihr mir etwas zustößt. Ich darf doch wohl sagen, dass ich viel TNT habe. Herr oder nicht? Das kann man... Einspruch, lass mich reagieren, Herr Balui! Okay, stattgegeben. Weg da! Wo ist das Gebäude? Weg wo da! So, Herr Balui, wenn ich kurz sprechen darf, für mich und das Königsreich. Warum sollte ich Petrit einer Straftat bezichtigen, wenn ich doch Frieden möchte? Das hier ist kein Frieden, das hier ist Krieg. Wer weiß, was warum? Sie möchten? Wir können warum Gehör sollte nicht... ich... Schweig, ich rede! Warum sollte ich diesen Gerichtsprozess erörtern, wenn ich mich doch eigentlich mit der Weiterentwicklung unserer Stadt, unseres Königsreichs auseinandersetze? Des Weiteren kann ich meinen Kronzeugen Gamers Time in den Zeugenstand rufen, der genau mitbekommen hat, in welchem Tonfall Pat seine Drohung ausgesprochen hat und wie dieses zu verstehen ist. Also Sie rufen hier niemanden rein. Dankeschön für Ihre Aussage. Setzen Sie sich wieder. Herr Gamers Time, Sie haben angeblich die Tat voll verfolgt. Setzen Sie sich und erzählen Sie bitte, wie und was dort so passiert ist. Alles? Alles. Die Kurzform reicht. Hey, Herr Petrit, wenn ich das noch einmal erlebe, dann lasse ich Sie von unserem Saalbeamten Basti in Handschellen legen. Bußgeld! Bußgeld! Hat jemand eine Leine? Ein Bußgeld für den Staat muss her! Ja, ab jetzt jeder tägliche Angriff, Herr Petrit, kostet ab jetzt einen Diamanten. Okay. Ja. Los, hört schon, was Barbara Salisch gesagt hat. Ja, bitte, Herr Gamerstime, Sie haben das Wort. Herr Revinzeit, würden Sie bitte den Angeklagten noch in Ruhe lassen? Dankeschön. Herr Gamerstime. Lassen Sie die Waffen im Gerichtssaal. Ja? Komm, also, folgende Dinge habe ich mitbekommen. Ja. Ich habe gemerkt, oder eher gesehen, wie der Angeklagte Petrit versucht hat, Leute für eine Allianz zu formen, um den König zu stürzen. Aha, da habt ihr es! Wie... unter anderem, wir haben Nachrichten gesehen, Schilder in dem Haus von Herrn Rotpilz. Schweig! Ich wollte einfach nur Verwirrung stiften, sorry. Okay, Skate, 10 Gold in die Schatzkammer, Strafe. Sehr gut, ja, sehr gut, die Schatzkammer 40. Für die Stadt! Einfach, das geht nicht, Sie können hier nicht eine Gerichtsverhandlung einfach so stören. Das kann werde ich nicht tolerieren. Herr Gamerstime, bitte weiter. Unter anderem habe ich jetzt gerade in dem Gespräch, wo wir versucht haben, eine wirklich soziale, gerechte Lösung für das Problem Petrit zu finden, mitbekommen, wie Petrit unter anderem den König mit Mord gedroht hat und Schändung zitiere seines mich, Hauses. Zitiere doch. Das habe ich niemals gesagt. Entschuldigen Sie, das war nicht mit Absicht. Ja, okay, Sie wurden, nein, ja, das war jetzt eine mündliche Verwarnung an Herrn Gamerstime, bitte nicht nochmal. Tut mir leid, das war nicht mit Absicht, ich gebe mal kurz zurück. Also. Mein Mandant wird sexuell belästigt von Revinside.
Nein, der will ihm nur seine Rüstung zeigen. Bitte weiter, Herr Gamers Time. Ah, okay. Du hast echt also mehrfach ist jetzt aus Patrick seinem Mund so sind so Sachen gefallen, wie dass er den König so oder so irgendwann stürzen wird. Und er das nicht verhindern kann. Und bei dem Haus wurde gesagt, dass es ein sehr schönes Haus ist und es zu schade wäre, wenn diesem Haus etwas zupasst, was passiert. Er hat zwar nicht genau gesagt, dass er es sprengen möchte oder so, aber es klang schon wie, sehr wie eine Drohung, muss ich ehrlich sagen. Also das muss ich wirklich zugeben. Ja, der Satz mit dem TNT ist hier wohl schon öfters gefallen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ja. Die Aussagen decken sich, die Aussagen decken sich. Ja, Herr Gamers Time, danke für Ihre Aussage. Herr, ich würde gerne auch etwas sagen. Herr Verteidiger, nun darf die Verteidigung bitte. Ah, Meine Damen und Herren, lieber Basti, ich möchte an dieser Stelle, an dieser Stelle sagen, dass... Herr Gamers Time, würden Sie Ihren Müll bitte bei sich behalten? Das ist das Stream gerade abgestürzt ist. Und ich mein Stream kurz neu starten muss. Meine Damen und Herren, lieber Basti, lieber Skate, der nicht da... Ah, Skate, hallo. Ich möchte an dieser Stelle sagen, das ist die Stadtwache. Ja, genau. Patrick ist bekleidet aktuell den Posten der Stadtwache. Wenn er Schilder aufgehangen hat und eine Revolution oder eine Stürzung veranlasst hat oder in die Richtung gerudert hat, sollte das auf jeden Fall geahndet werden. Dennoch denke ich nicht, dass man hier die Höchststrafe verhängen sollte, da Petrit A. noch nichts Akutes gemacht hat, was den König Revi auch nur in kleinster Weise schaden könnte. Hey, wieso hat der Anwalt eine Krone auf? Entschuldigung. Das ist einfach nur ein Goldhelm. Das war meine also obliegt Badekappe. Das Recht obliegt nur dem König. Schweig, Petrit. Das war meine Badekappe, Entschuldigung. Ja, dass der Petrit hat noch nichts getan, was König Revi, und da muss König Revi an dieser Stelle auch zustimmen, in irgendeiner Art und Weise schädigen könnte. Aber auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Petrit hat bisher auch noch nicht dazu beigetragen, dass es dieser Stadt besser geht. Ich habe ihm diese Machtposition gegeben, damit Petrit der Stadt... Es sind schon viele gestorben, obwohl wir eine Stadtwache haben. Also darf ich dazu was sagen? Nein. Okay. Deswegen glaube ich, dass es zwar vielleicht nötig ist, Petrit seines Postens zu entziehen auf vorläufige Weise und für immer ihn zu entheben. Wenn er das besser macht in Zukunft, dann kann man ihn wieder einstellen, aber die Höchststrafe, meine Damen und Herren, lieber Basti, ist hier, glaube ich, nicht fällig. Okay, Herr Klimm, vielen Dank. Herr Winzeit, was ist Ihr Verlangen, was erwarten Sie, was würden Sie für eine Strafe fordern? Ich plädiere auf Amtsenthebung. Ja. Den Tod durch Amboss, da ich ein gütiger König bin, lassen wir ihn nicht walten. Das verdient er nicht, denn der Tod wäre für ihn eine Erlösung. Und vor allen Dingen auf eine Zahlung von Bußgeldern von 10 Diamanten in die Staatskasse, welche umgehend dafür genutzt werden, dass sämtliche Bürger mit Diamantenrüstungen ausgestattet werden. Ich durfte mich jetzt gar nicht verteidigen. Dein Verteidiger hat für dich gesprochen. Ja, ich durfte jetzt nicht zu den ganzen Vorwürfen was ich sagen. Habe jetzt, der Angeklagte darf sich immer zum Schluss verteidigen. Ja, eben. Herr Petrit, bevor ich mich mit mir selber zu einer Beratung zurückziehe, ja, dürfen Sie noch einmal Ihre letzten Worte sagen. Bereuen Sie irgendwas? Fühlen Sie sich überhaupt bedroht? Oder? Also... Erste Sache, dass ich Schilder bei habe, um mich für eine Rebellion zu wie heißt das? Halt mobilisieren. Mobilisieren, genau. Das stimmt erstmal gar nicht, weil ich habe da auf den Schildern nur geschrieben, dass falls der König durchdrehen sollte, wir eine Rebellion planen würden. Aber bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Hört, hört! Das ist trotzdem eine offene Drohung an den König. Sehen Sie? Ja, aber wenn weiter! Los! Bring mich hier raus! Oh Gott. Wenn König Revi durchgehen würde, dann wäre doch jeder gegen ihn, oder nicht? Nun, ich bin als Staatsdiener eingestellt und neutral. Ich wäre nicht gegen Revinzeit. Auch wenn er jeden... ohne Grund zum Tode verurteilen. Kann mir jemand mein Boot zurückgeben? Nun tue ich aber nicht, Petrit. Und das ist okay, ich danke für Ihr Wort. Ich ziehe mich mal dann kurz zurück. Ich muss eben meditieren. Kann ich mein Boot wieder haben? Mein Boot. Meine Damen und Herren, das Hohe Gericht ist zu einem Entschluss gekommen. Ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen. Das geht aber flott hier. Kann ich mein Boot haben? Bike! Nun, erstmal, Herr Skate. Denken Sie daran, Sie müssen noch 10 Gold an die Staatskasse zahlen. Mir wurde mein Boot gerade eben vor Ihren Augen gestohlen. 20 Gold! In einem Gerichtsgebäude hat ein Boot nichts, und ich sage nochmal, nichts verloren. Das ist spannend. Herr Petrit, bitte stellen Sie sich vor mich. Als allererstes, wie von Herrn Revinzeit gefordert, entziehen wir Ihnen das Amt der Stadtwache. Wieso? Sehr gut.
Sie sind schuldig gesprochen worden, da sie von Gamers Time live dabei gesehen wurden, wie dieses Ganze vonstatten gegangen ist. Herr Gamers Time, ich verzichte heute darauf, Sie zu vereidigen, weil ich glaube, Sie sind ein ehrenwerter Bürger, außerdem auch noch ein enger Vertrauter von Herr Revinzeit. Ja. Patrick, des Weiteren veranschlagen wir eine Gebühr von 15 Diamanten an die Staatskasse zu zahlen. Sehr gut. Einspruch. Da 10 Diamanten viel zu wenig sind, um eine ganze Rüstung zu bauen. 10 Diamanten, das sind 2 Rüstungen. Sehr gut, Herr König, sehr gut. Das Volk wird blühen. Herr Klüm, Sie haben binnen einer Woche Zeit, dort gegen Einspruch einzulegen. Okay. Aber bisher hat das Gericht gesprochen und Patrick hat seine Strafe zu verbüßen. Jetzt sofort? Ich möchte jetzt sofort einen. Nun, wenn er noch 10 Diamanten, 15 einheben. Diamanten hat, dann das sofort. Und die Amtserhebung müssen Sie durchführen. Patrick? Ja. Ich hebe dich hiermit vom Posten der Nachtwache. Du bist nicht länger mehr mein Unterstellter von mir. Du wirst zum einfachen Volke enthoben. Was? Patrick, ich verbanne dich aus deinem Amt. Ich möchte hierbei noch einen Einspruch erheben, Richter Balui. Ja, bitte. Und zwar würde ich eine Strafe von 10 Diamanten vorschlagen und wenn er sich innerhalb der nächsten Woche nochmal auffällig verhält, weitere 5 Diamanten. Na, das Problem ist, ich weiß, dass Herr Patrick sehr vermögend ist im Moment. Das stimmt, das stimmt. Und 20 jemand, der so viele Diamanten auf Lage hat, kann auch ruhig etwas abgeben. Es täte dem Staate nur gut. Es wird immer anhand des Bedenken, dass ich bereits ein Stack Diamanten als Bezahlung fordere. Ja, die Gerichtskosten trägt der Angeklagte. Patrick. Ja. Entricht deine 15 Diamanten jetzt an deinen König. Ich hab keine 15 Diamanten. Ich muss die farmen. Dann haben Sie Zeit, 2 Tage diese 15 Diamanten für die Staatskasse zusammenzusuchen. Moment, sagten Sie nicht gerade, dass Patrick sehr vermögend ist? Er lügt. Gestern war er es noch. Herr Richter, er lügt, er lügt. Nun, er lügt. Ich habe leider. Das, denn wissen? Das Gericht anzulügen ist auch eine Straftat. Herr Patrick. Ich klage Patrick an, weil er das Gericht angelogen hat. Herr Patrick, Sie haben, er lügt. Sie, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Herr Patrick, Sie haben jetzt 2 Tage Zeit, diese 15 Diamanten zu entrichten. Es ist mir egal, wie Sie das tun. Erstens. Hauptsache, Sie machen es. Patrick, du hast das Gerichtsurteil zu akzeptieren. Okay, ich bin aber auch weg. Tschüss. Tu mal bitte die Angel vor mein Gesicht. Meine Güte. Verteidigung. Das ist Belästigung. Das verhindert, dass Sie wieder abhauen. Das machen Sie sehr gut, Herr Gerber. Wenn ich damit nicht abhauen könnte. Okay, war's das? Ja, das Hohegericht. Ist das Gericht Sitzung ist beendet. Muss ich Diamanten zahlen. 15 Diamanten in die Staatskasse. Das ist gar keine Gerechtigkeit hier. Ich hatte gar keinen. Ich wurde einfach wie ein Tier behandelt. Ja, sie lachen, sie lachen. Verschwinde, los, Verräter. Ach. Nun dann. Vielen Dank, Herr Balui. Danke, gerne. Meine Herren. Auf Wiedersehen. Erstes Gerichtsurteil ist gefällt. Sehr gut. Basti? Ja? Ich habe eine Frage. Ja? Bin kurz mit mir alleine beschäftigt.